meins. Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Server. Und heute liest uns der Arik vor, wer denn alles mitspielt. Heute spielt der Gudel, der Iron Richie, der Tom Elias, der Moritz, der Paul, der Jan und ich mit. Stimmt nicht, dann da ist noch Nullholz. Ja, das stimmt ja. Der Lexi auch nicht. Und ich. Ach, Marius. Bäume ja, haben zu wenig Rechte, ja. Ich würde mich dranbinden und dafür sorgen, dass sie dadurch mehr Rechte bekommen. Die brauchen unbedingt Pommes. Jemand könnte sich vielleicht mal einen Grubber schnappen und so ein paar Ecken hier bei den Rüben ausbessern. Hier ist nämlich teilweise, stehen hier noch Rüben, ne? Auf Feld 13. Nein, Moritz, das kann nur Lexi, lass es sein. Echt mal. Aber ich mag auch Fleisch. Ja, warum aber darf nur Lexi Fleisch mögen? Ja. Weil bei Lexi das lustig ist. Und weil meine Kartoffellegemaschine leer ist. Nein, wir mögen eigentlich alle Fleisch, aber nur Lexi darf das sagen. Genau. Ich dachte bei ihm kommt das noch nicht glaubwürdiger rüber. Fleisch! Hat das Kartoffellager hier ein Förderband? Ja, ne? Ich denke. Aber dann kann man ja hier immer am Lager holen und gar nicht an der Düngerpalette. Wenn wir nicht auf schwer spielen würden, wäre das alles gut. Das ist ja tausendmal produktiver. Naja, auf schwer ist eigentlich nur die Getreidepreise anders. Falls los ja, aber Rüben haben wir nicht. Kartoffeln. Achso, wir haben gar keine im Lager. Ah, stimmt. Wir machen jetzt. Och, außerdem haben wir hier eh so viel Saatgut, was wir hier aufs Feld knallen. Das wäre egal gewesen, die 10.000, die man da hat, wenn man auf leicht anfängt. Aber leicht ist halt viel Noobs, ne? Auf was spielt er eigentlich auf Simmerrad? Hm. Hart, also schwer. Echt? Ja. Okay. Wieso denn nicht? Jetzt ich spiele Maschinenpreise. Ich spiele LS eigentlich immer auch schwer. Die Maschinenpreise verändern sich doch nicht, oder? Nein. Halt nur die Getreidepreise im Endeffekt. Und der Startkredit. Und dann sind am Anfang halt die Silos leer und auf leicht hast du ein bisschen was drin. Aber das was macht tut eh nichts aus. Kennt ihr eigentlich die Agrostar-Reihe? Ja. Ja. Wisst ihr, was es voll bringt? Ups. GPS anzuhaben mit einem LKW. Wer hat da gerade Helfer ganz kurz angemacht? Hast du genau gesehen? Vielleicht hat ihm was anderes Geld gekostet. Ah. Oder? Nein, also da war gerade dieses Lenkrad auf einmal. Wo ist das denn? Das war gerade, ist ganz kurz auf der Karte aufgetaucht. Ja, vielleicht bin ich auch das andere, ich kann sogar nicht. Kann man eigentlich am Lager auch Saatgut auffüllen? Nein, leider nicht. Also nein, theoretisch schon hätten wir Kartoffeln im Lager. Aber die haben wir ja noch nicht. Zeit zum Hof. Morgen ist Samstag, heute ist Freitag, gell? Ja. Jo. Ja, morgen fahren wir der Feuerwehr. Da ist irgendwie so ein Kinderfest. Und was machst du da mit der Feuerwehr? Da müssen wir den Kindern das Feuerwehrauto zeigen. Also ja, sind wir irgendwie so bei so einem Fest oder so. Und ja, da müssen wir... Hallo Jan. Und ja, müssen wir den halt an so eine Kugelspritze aufbauen. Und den ein bisschen das Feuerwehrauto zeigen. Aber mir ist aufgefallen, die wollen nie das sehen, was im Feuerwehrauto drin ist. Die wollen sich immer nur ins Feuerwehrauto setzen. Guten okay. Feuerwehrmann. Also bleibt ich hab morgen 24/7 in HLF. Ach, 24 Stunden. Bleibt eigentlich bei der neuen Map in ein paar Wochen der 1050 drinne? Ich glaube nicht, der schlingert so beim Fahren. Yes! Das Ding ist doch schlecht. Sowieso total hässlich und man kann sie in der Tonne. Also ich finde das Ding optisch gar nicht schlecht. Könnte man zwar ein bisschen schönere Texturen machen, aber das Fahrverhalten ist halt echt, weiß ich ja, nicht. Blöd. Kannst du knicken. Nee, ich finde das Ding hässlich. Bitte pieps, keine Schleichwerbung. Also das Ding, das kann man nehmen, Tonne auf, reinklopfen, Tonne zu, tschüss. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Fleisch mag? Nö. Ja, nein. Schon öfters als Bäume haben zu wenig oder? Rechte, schützt die Bäume. Ja, warte, Kettensäge. Nee. Die Kettensäge macht ja auch nee. Du bist ja auch ein Experte hier. Übrigens, wenn diese Folge kommt, ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Samstag ist oder Sonntag oder Montag. Was und dann habe ich am Wochenende gestreamt. Was streamst du? Am Samstagabend von 18 bis 22 Uhr Project Cars und am Sonntag von 18 bis 20 Uhr ETS 2 mit Skandinavien Add-on. Da bin ich nicht da. Guten, darf ich da mitlabern? Nee. Also bei ETS macht vielleicht wieder Darcy mit. Und bei Project Cars?
und bei Project Cars Arctic, Leberwurst, Miguel und vielleicht Dennis. Was ich eventuell einfach nachschalte, was aber nicht der Fall sein wird, weil ich einfach nicht da bin. Und weil du das Spiel nicht hast, oder? Doch, ich hab schon. Oh, geil. Mann, aber du kannst Hofer, dann nicht nachjoinen, wenn wir eine private Lobby machen. Also. Ich mag die Hofer. Wir machen eigentlich immer eine private Lobby. Genau aus dem Grund, damit keiner nachjoint. Arik, fahr mal weiter. Aber ich bin doch schon so lange bekannt. Und du magst so gerne Fleisch. Ja. Und der Boden zieht mich an. Und ich fahre jetzt Mist. Kartoffel legen wäre eigentlich mal was, was man wirklich... So ein Feld kannst du auch in einer Stunde fertig legen, aber da müsste man halt einfach mal mit 5, 6, 7 Leuten, die alle sagen, okay, ich möchte jetzt Kartoffel legen, alle eine 6 Meter oder eine 6-reihige und dann kannst du Meter machen, ne? Ja, und mit GPS. Aber ich kam heute Morgen, vorhin so auf dem, auf dem TS, hieß es, ja, Paul, du legst jetzt Kartoffeln. Ja, weil ich keine Lust mehr habe. Okay. Ich habe nicht gesagt, ich finde Kartoffeln legen macht eigentlich Spaß. Klar, die Wege sind nervig. Das könnte man auf Dauer besser machen, wenn man halt schon mehrmals Kartoffeln gemacht hat, dass man halt Kartoffeln im Lager hat und die transportieren kann und sowas. Aber an sich Kartoffeln legen, auch von den Texturen her, eine der schönsten Aufgaben, die man eigentlich so machen kann. Man könnte ja auch die Sitzreihe mal zusammenklappen. Dass man die zusammenklappen kann. Ja, genau, so eine Wanne kannst du bei Helm zusammenklappen. Du bist ein Experte. Ey, ja, was glaubst du, wie die sechsreihige... Nein, nee. Es gibt sechsreihige, die haben eine 3 Meter breite Wanne und den Rest können die zusammenklappen. Ja, die hier ist ja immer so 4,5 Meter oder sowas. Was ist die? 5? Oder es gibt auch welche, die können nee, die ist 6 Meter. Sich so... Nee, die ist sechsreihig, nicht 6 Meter. 6 Meter hatte ich glaube ich auch, ich guck mal hin. Aber bei 6 Reihen müsst ihr eigentlich schmaler sein. Sehr maschinen. Nee, die ist 6,0 Meter steht hier. Komisch, das aber die hat doch 6. Was hast Meter. Du denn für einen Reihenabstand bei Kartoffeln? Weil die hat 6 so Lege-Dingers. Ich weiß nicht, wie die man die nennt. Die Ablege-Vorrichtung. Ja, nee, der Roder hat 6 Reihen. Hä? Der große Vollenter hat 6 Reihen. Und der hat nur 3 Meter. Wir labern gerade von der Lege-Dings, ne? Ja. So. Ja, aber wenn der große Vollenter die Dämme nimmt und der hat, der kann ja nicht auf einmal 3. Ja, aber die macht doch quasi nur 6 Dämme hier. Ja? Ja. Ja. Ist doch egal, sie legt Kartoffeln, aus Kartoffeln werden Pommes gemacht und Pommes werden zu Meckes geliefert, gut ist. Ausschließlich für Meckes gibt es Pommes, ne? Und ja. Kartoffeln wurden auch für Meckes erfunden. Ja. Oh gut. Machen wir so. Alufolie einwickeln, Feuer rein. Snickers wurden für mich erfunden. Und dabei ein Stück Fleisch, ne? Ja. Oh Lexi, nächste Woche möchtest du doch bestimmt gerne mit mir tauschen, oder? Warum? Ich bin bei Rock am Ring, sprich 3-4 Mal am Tag grillen. Und immer richtig Fleisch, ne? Ich glaube, Lexi fährt dir hinterher. Alle bin ich eh in Stuttgart. Wo ist das überhaupt kaputt? Ach so, da. Das geht sogar von Stuttgart aus, sind das vielleicht noch 200 Kilometer. Ja, ich weiß. Das ist bei Mendig in der Eifel. Oder Mendig oder so ähnlich heißt der Ort. Eifel war schon. Wo bist du? Wo steckst du? Also, wer von euch bei Rock am Ring ist und mich erkennt, kann auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, wir wissen auch, wie soll man nicht erkennen, wenn da man kann man nicht zusammen weiß, ein Stück. Naja. Da muss man nur gut genug suchen, dann findet man auch Videos, wo man sich nicht sieht. Ich rufe einfach. Und ansonsten, neben mir steht wahrscheinlich in der Regel ein Mann, der über 2 Meter groß ist. Arctic? Ja. Ich rufe einfach deinen Nachnamen, fertig. Zieh doch einfach einen guten LP-T-Shirt an. Und auch damit rum. Muss mal gucken, ob ich das vom letzten Jahr ist. Ich habe mir letzten Sommer eins bestellt. Muss ich mich wieso noch drum kümmern für die Gamescom halt. Pickles. Mal wieder den Shop aufmachen. Ich hatte den nur 2 Wochen auf oder so. Letztes Jahr. Halt nur die 2 Wochen vor der Gamescom und gut war. Wo werden die Sachen gespawnt, wenn man die zurücksetzt? Am Händler. Also wenn man sich mit euch unterhalten will, dann muss man schon sein Mikro anmachen. Ja, wie die Tickets ausverkauft sind. Ey, gut, bist du schon da rein? Oh ja, klar, jetzt bist du schon hey, gut. Ja, ich hab gerade aufgetankt. Ja. Kommt dann alles bei Rock am Ring. Dann kann ich dann. Und fährt der erstmal so über das zentrale Feld? Also, ja, wenn das Feld hier nicht angesehen wird, das liegt ja hier gerade brach. Da kann man wohl mal einmal drüber fahren. Ich bin so traurig, wenn das bisschen Bodenverdichtung gesaugt ist. Herr Bode, über Feld 20 rüber? Ja.
neue okay, Autodonne können. Ja, welcher Experte hat denn hier Feld 13 gegrubbert? Ja, auf jeden Fall jemand, der nicht grubbern kann. Ja, auf jeden Fall gleich mal kundigen. Wann war das denn nochmal? 5. bis 7. Juni oder so, ne? Ja, beziehungsweise wir sind ab 3. da und bis 8. Gut, aber du hast ja dann alles vorproduziert, gell? Bis jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass ich es bis dahin hab. Ich bin auf jeden Fall schon 24/7 am Hochladen. Ah, was der Grund sein könnte, warum mein Spiel gerade leckt. Aber es geht eigentlich, dafür, dass ich hochlade. Da ist jemand geflogen. Ja, dann komm ich mal vorbei, guck mal. Keine Ahnung. Also wer vielleicht von den Zuschauern eine Rock am Ring Karte hat, wenn er mich erkennt, einfach mal ansprechen. Das wäre witzig. Ich hab's rechne ich zwar nicht mit, weil... ja, keine Ahnung. So krass viele Menschen sind das ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, an die 100.000, um die 100.000, glaube ich. Ich hab dich einmal in einem Video von Harald gesehen. Kommt wohl hin. Aber auch, das glaub's nur einmal. Ja gut, da hast du schon mal einen ganz klaren Vorteil. Da weißt du schon mal, wie ich aussehe. Ja, ich weiß, wie dein Nachname ist. Außerdem erkennt man mich dann an deiner Stimme. Ja. Wie ist denn die Postleitzahl, wo du wohnst? Das ist die 1, 2, 3, 4, 5. Das war mir klar, dass das jetzt kommt. Ist mein Lieblingsort, also ich finde ihn schön. Deshalb wohne ich auch hier in 1, 2, 3, 4, 5. Ich sag nur die Folge. Nein, wollt ihr mal den echten haben? Ja. 5, 4. Ja. 3, 2. 2. Ja. Keine Ahnung, ich hab gerade geraten. Wenn das wird alles gepiept. Das ist keine PLZ. Ne? Nein. Schade. Ich hab mir gedacht, 5, 4, 3, 2, 1 ist ein bisschen billig, nimmst am Ende noch ein 2. Mhm. Ja. Übrigens, die Folge, wo ihr alle gepiept habt. Ja. Also von Silverrad, die war bei Dennis nicht gepiept. Ehrlich? Ja. Hm? Aber Arctic hat ja eh nur Sch gesagt. Der Nachname fängt doch mit S an. Ne? War die ehrlich nicht gepiept? Nö. Da muss ich den aber heute Abend nochmal zusammenfalten. Oh, wie ein Blatt Papier. Machst du. Aber ich fand, ich hab die schön gepiepst mit meinen Störgeräuschen da, ne? Warte mal, ich kann auch piepen. Moment. Ich muss eben mal einen Elder finden. Wo ist der denn? War eigentlich ganz witzig. Müssen wir eigentlich häufiger machen. Immer wenn Dennis irgendeinen Quatsch erzählt, drüber piepen. Ach, egal. Scheiß auf den Meer. Kannst du das jetzt auch piepen? Ja, welcher Part war das denn? Musst du einfach mal gucken, was steht bei Jan Piep? Überstunden. Ja gut, also ich habe auf jeden Fall gepiept und Jan auch, das weiß ich. Aber bei Dennis habe ich in die Folge nicht reingeguckt. Bei Jan, da war nur kein Ton. Hä? Ja. Soll ich bei Feld 13 auf die Kartoffel Mist werfen? Was war denn für ein Piepen? Rock am Ring, Spielplan. Hey! Ja, das sind recht relativ geile Bands. Allzeit! Ja. Ach, das ist so eine Art Festival. Nicht nur so eine Art, das ist ein Festival. Ich wollte gerade sagen. Einer der größten. Und ich glaube, mit so das. Okay, Wacken ist, glaube ich, genauso groß oder größer, ne? Was? Ich weiß gar nicht, Wacken ist ja auch riesig, aber. Ja, Wacken. Aber sonst. Also gehört auf jeden Fall zu den ganz großen Festivals in Deutschland. Camping-Caravan. Hab ich ein Zelt? Egal, ich glaube mir eins. Das ist ja jetzt auch geil. Hm? Welcher? Der Actros im ETS. Ja, der ist ganz cool. Ich brauche den nur mit ein bisschen mehr PS. Ich bin ja erst Level 10. Ich mach mir den nächsten Mal Just Play Mode rein. Ja. Ich schick dir mal nach der Aufnahme den Link von dem 724, den ich meine. Vielleicht. Wenn der von FSM bzw. Motostar Teamwerkstatt bzw. Agotech ist, dann nicht. Der ist von Motto US. Muss ich mal angucken, ob das derselbe ist. Ja, ich schick dir mal einfach einen Link. Gut, du hast bei Facebook-Accounts, oder? Ja, aber das eine wurde gelöscht. Weil ich mich ja mit guten Nachname LP angemeldet habe. Und das ist gegen die Facebook-Regeln, das wusste ich auch, aber das ist ganz praktisch. Weil die meisten wissen das wahrscheinlich nicht, aber wenn man diese Seiten hat, wo man Gefällt mir drücken kann, ne? Wenn die Seiten irgendwann, was weiß ich, 1000 Likes oder von mir aus 5 oder 10 oder 20.000 Likes haben, dann bezahlst du beim Posten von Beiträgen dafür, dass das allen Leuten angezeigt wird.
Und deshalb habe ich mir halt eine Person eingerichtet, weil das da nicht so ist. Also da aber guten Nachname LP ist halt dann doch irgendwann aufgeflogen. Und du hast doch einen mit deinem richtigen Namen, ne? Ja, aber den benutze ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, krass. Du hast im Hintergrund auch nur Gras und halb so ein... Nee. Blau-Blau-Foto? Nee. Oh, Alter, wo kommt der denn hin? Sicher? Ja, ganz sicher. Der hat auch richtig Ewigkeiten. Wir sind nur zu viert auf dem Server? Köln. Ja, oh, wir sind gerade ganz gut am Kartoffeln legen, aber ich würde sagen, wir sind für heute auch schon wieder durch mit der Folge. Und sehen uns dann dementsprechend morgen wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, ciao. Ich mag Fleisch.